Hallo, wir begrüßen euch zu einem kurzen Stellplatzbericht und zwar in Warstein, dem Warsteiner Camperpark Enkerbruch. Wir sind ja auf dem großen Stellplatz von der Brauerei Warstein und da wir gerade mit dem City-Taxi unterwegs sind, haben wir gesagt, besuchen wir auch diesen Stellplatz, den haben wir vorher schon im Internet gesehen, um euch den mal kurz vorzustellen. Wer also vorhat, hier mal herzufahren, kann sich den Stellplatz halt bei YouTube, auf unserem Kanal natürlich, schon vorher anschauen. Ja, wir müssen uns ein bisschen klein machen. Die Kamera steht hier nur auf so einer Anhängerkupplung, weil es ist relativ windig. Wir mussten relativ dicht an die Kamera ran und ich habe kein externes Mikrofon mit. Habe ich nicht dran gedacht, das einzupacken. Ich habe nur das Wichtigste eingepackt, hinten in den Koffer vom City-Taxi. Also der ist sehr schön, sehr gemütlich, klein. Ja. Also ist bestimmt mein Anlaufpunkt. Du hast dich ja die ganze Zeit mit dem Besitzer unterhalten. Die haben ja auch noch viel vor, ne? Ja, es wird hier noch ein kleiner Kinderspielplatz gebaut und auch die Sanitäranlagen sind noch nicht ganz fertig. Ja, ansonsten haben sie wohl noch einige Gebäude vor, kleine Außengebäude, wo man Spielplatz sich sitzen wollen sie kann. Noch bauen, ja, Spielplatz. Ne? Also so einiges wird hier noch entstehen also im auf jeden Laufe Fall, der Zeit. Ja, auf jeden Fall zwischendurch mal im Internet erkundigen, wenn ihr hier nach Warstein wollt. Dieses hier ist der kleinere, gemütlichere Stellplatz. Für große Gruppen ist der von der Brauerei Warstein natürlich schöner. Und schöner würde ich noch nicht mal sagen, sondern einfach idealer, weil er eben viel größer ist. So, jetzt sind wir mal mit unserem City-Taxi unterwegs. Und die erste Tour, die wir damit mal richtig getestet haben. Oh, da kommt mein Schatz. Und zwar sind wir jetzt auf dem Camperpark Enkerbruch, der ist auch hier in Warstein. Ihr seht schon an diesem Plakat, hier gibt es ein schickes bayerisches Haus. Super schöne Teichanlage. Zeige ich euch erstmal die Stellplätze an sich. Direkt vor dem grünen Feld hier ist die Zufahrtsstraße. In der Mitte des Bildes dort, jetzt kommt man rein. Und hier sind also mehrere Flächen. Ich würde mal sagen, die sind gut 10 Meter mal 5 Meter. Also auch für große Wohnmobile geeignet. Schatz, wie viele Plätze sind hier? Zähl mal kurz durch. 15 Plätze. Mit Strom. Ja, wie man sieht, ein Wohnwagen ist gerade da und ein Kastenwagen. Oh, gar nicht, das ist gar kein Wohnwagen, das ist ein Wohnmobil. Da steht nur ein kleiner Smart dahinter. So, Rita wird mal gucken, was denn hier Strom kostet. Jedenfalls im Jahre 2019, das kann sich natürlich im Laufe der Jahre auch ändern. Hier war schon ordentlich Party, ich denke mal, hier wurde in den 1. Mai gefeiert. Hier kann man auf jeden Fall schön ein Bierchen trinken und so wie es aussieht auch schön was essen. Man steht hier auch, ach, wer hier vorne steht, hier steht natürlich hier direkt schön an dem Teich. Der Teich ist voller Goldfische, also Angeln nicht vergessen. Na, hast du was erfahren über die Preise? Ja, Platzgebühr kostet 2 Euro. Hier steht einmal Strom für 2 Euro. Und an den Stromsäulen hast du Frischwasser 1 Euro für 100 Liter. Ja. Und an den anderen Stromsäulen auf der anderen 8 Seite 8 Euro pro Übernachtung. Jawohl. Hast du 1 Euro für 1,5 Kilowattstunden. Aha, nicht schlecht. Ist gar nicht so teuer. So, gehen wir noch mal kurz hier rum. Also, Toilette gibt es dort auch. Toiletten sind auch da, jawohl, sieht man von hier aus gerade. Ja, wenn ich hier gerade lese, ist auch was für Kinder hier. Kinderschminken im Restaurant. Ja, ich denke mal, das war gestern. Jetzt über den 1. Mai, ne? Genau. Na, also aber sehr gemütlich hier, ne? Hier scheint ein Restaurant zu sein.
rein und fressen da auch. Echt. Total gemütlich hier, ne? So. Schön draußen sitzen. Ja? Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag ab 15 Uhr, Sonntag ab 12.30 Uhr. Gut, das sind die Öffnungszeiten. Die gelten natürlich für 2019, kann ich immer nur dazu sagen. Wer das Video in 30 Jahren sieht, muss sich selbst erkundigen. Ah, hier ist noch ein ganz großes Partyhaus. Der Besitzer ist gerade gekommen, der zeigt uns das jetzt. Gucken wir da mal rein. Guck mal. Super Partys drin feiern, ne? Schön gemacht. Ich mag das ja so mit Schön Holz mit Theke und so. Mit allem drum und dran. Klasse. Das ist immer schön urig. Toll. Und hier sind einige Feiern schon gemacht worden. Das glaube ich. Jetzt am Wochenende haben wir eine Hochzeit hier noch. Oh. Mhm. Am Samstag. Mhm. So sieht es von der anderen Seite des Teiches aus. Mit dem Planwagen gibt es auch Fahrten direkt zur Brauereibesichtigung. Hier ist jetzt ganz neu. Waschhaus mit WC und Duschen. Wurde uns gerade erklärt, wird also demnächst über Codekarte funktionieren. Ist wirklich auch genug Platz. Ich denke mal, wenn hier mal ein, zwei Wohnmobile mehr kommen, die können auch hier hinten mal parken und übernachten, dann halt ohne Strom. Hier ist nämlich der PKW-Parkplatz. Hier gibt es dann ordentlich Spanferkel. Ja, ich höre gerade, dass hier weitere Aktivitäten geplant sind. Ein Spielplatz soll noch gebaut werden auf der Wiese hinter dem Grundstück von hier aus gesehen. Ja, ist schon klasse hier. Ja, und da sieht man das Schild. Einfahrt für Wohnmobile. Da unten ist so ein Kalkwerk, aber ich höre also jetzt auch in der Woche, da wird gearbeitet, ich höre keinen Krach, nichts. Naja, und nachts ist da wahrscheinlich sowieso Ruhe. Ansonsten ringsherum alles grün. Von hier aus sollen es ungefähr 1500 Meter zur Warsteiner Welt sein. Also auch eine Brauereibesichtigung von hier aus zu Fuß oder per Fahrrad, gar kein Problem, alles nicht weit weg. Ja, das war die Kurzvorstellung des Camperparks hier in Warstein. Damit man so eine kleine Vorstellung hat, wie der Platz hier aussieht, falls mal jemand von euch hierher möchte, kann er sich das vorher schon auf unserem Kanal anschauen. Ja, was wir jetzt noch erfahren haben, es sind also 18 feste Stellplätze. Insgesamt und sollte eine größere Gruppe kommen, kann auch hinter dieser kleinen Baumreihe dort, diese Lebensbaumreihe, da können weitere Plätze genutzt werden und da wird auch Strom hingelegt. Ja, wir hoffen, euch hat auch dieses kleine Stellplatz-Vorstellungsvideo gefallen und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, denkt dran, Abos kosten nichts, anmelden bei Google, dann zu YouTube. Abonnieren klicken, daneben die Glocke aktivieren und ihr werdet erinnert, wenn wir neue Videos reinstellen. Naja, und wem auch dieses kurze Stellplatzvideo gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.